Ich heiße Lars Jakobert, ich bin jetzt seit Anfang Februar im Stadtteil Adengiesing und habe das übernommen vom Thorsten Müller. Der hat das mit der MGS seit 2006 haben die den Stadtteilladen betreut und das Stadtteilmanagement gemacht. Und was meine Aufgaben sind, so vielfältig, das ist schwer, das runterzubrechen, aber grundlegend geht es darum, eine positive Stadtentwicklung irgendwie voranzutreiben. Gemeinsam mit den Engagierten und Engagierten zu überlegen, was braucht Giesing, was kann man hier umsetzen, festzustellen, was die Menschen hier vor Ort machen wollen, die dahingehend zu unterstützen, dass es klappt, begleiten und dabei Privatpersonen in ihren Aktionen zu unterstützen, aber auch Vereine und Institutionen.